Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es stehen wieder neue Limited Editions in den Startlöchern. Ich fange jetzt an mit der Essence Limited Edition Fun Fair. Und da geht es um eine Tour über den Jahrmarkt. Und der Duft von Zuckerwatte, Popcorn und kandierten Äpfeln liegt in der Luft. Und spannende Attraktionen sorgen für ausgelassene Stimmung und fröhliche Besucher. Ja, hier gibt es viele Pastelltöne und Bonbonfarben und sowas. Und ja, dann zeige ich euch jetzt alle Produkte und die Farben und Preise. Falls euch das interessiert, dann bleibt gerne dran und viel Spaß! Ich beginne mit Lidschatten und zwar sind die gebacken und haben eine Marmorierung, das finde ich sehr schön. Sie sollen eine softe Textur haben und ja, es gibt auch schöne Pastelltöne. Und man kann sie auch feucht auftragen, dann wird die Farbe nochmal intensiviert. Und ich finde sie schon mal sehr, sehr süß mit dieser Marmorierung. Gefällt mir das echt total gut. Diesen gebackenen Lidschatten wird es in drei Farben geben. Und zwar einmal in der 01 Your Mint Blowing, in der 02 Be My Marshmallow und in der 03 Plump It Up. Und hier hat mir die Pressemitteilung einen kleinen Streich gespielt. Ich hoffe, dass die Farbbezeichnungen jetzt passen, aber ich denke mal, dass sie passen werden. Und sie werden 2,79 € kosten. Dann wird es Lippenstifte geben. Die sollen nicht ganz deckend sein, sie sollen semideckend sein. Und langanhaltend und halt dieses Dickform. Das finde ich ganz cool. Ich bin sehr gespannt, wie die dann sind, also wie deckend sie jetzt sind. Weil wenn sie so ganz zart nur sind, ist es nicht so mein Ding. Aber da kann man sich auch schnell täuschen bei diesen Dingern, weil man immer denkt, das ist wie so ein Pflegestift. Deswegen bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Sehen sie auf jeden Fall süß aus und auch sehr passend zum Thema. Diesen Lippenstift wird es in zwei Farben geben. Und zwar einmal in der 01 Ring Around the Rosie und in der 02 Sweetheart Sweet Tooth. Und sie werden 2,29 € kosten. Dann wird es natürlich auch Blushes geben und sie sehen auch wieder total niedlich aus. Die sind auch gebacken wie die Lidschatten und man soll dann natürlich rosige Wangen haben, wie nach einer aufregenden Fahrt auf dem Riesenrad. Sehr passend gewählt. Auf jeden Fall finde ich die Farben sehr schön und sie sollen sehr zart sein und ja, für einen sommerlich frischen Teint sorgen. Die Blushes wird es in zwei Farben geben und zwar einmal in der 01 Ring Around the Rosie und in der 02 Sweetheart Sweet Tooth und sie werden 2,99 € kosten. Dann wird es mal wieder Schimmerperlen geben und die von Essence tun es mir immer wieder an, weil die einfach Preis-Leistung sehr gut sind und die haben immer so eine süße Verpackung, da habe ich glaube ich schon zwei verschiedene von und die werde ich mir auch definitiv zulegen. Das sind quasi Beauty-Bonbons und sie sind leicht schimmernde Perlen und sie schenken dem Gesicht und dem Dekolleté einen dezenten Glow. Und ja, die greifen so alle niedlichen Pastelltöne auf, die es so gibt. Und ja, also da bin ich schon sehr gespannt. Die werden, denke ich mal, auf jeden Fall in meinen Einkaufswagen landen. Diese Schimmerperlen wird es in einer Variante geben und zwar in der 01 Keep Sweet and Sparkle On und sie werden 3,49 € kosten. Dann wird es natürlich wie immer auch Nagellacke geben und sie haben ein Satin-mattes Finish. Ja, ich weiß nicht, was ich von diesem Finish halten soll. In dieser Brick TLE gab es auch so welche und die waren so zickig im Auftrag, dass ich es schon fast bereue, sie gekauft zu haben. Aber das Coole an diesen Lacken ist, dass sie alle Farben verschiedene Duftrichtungen haben und halt Candy-Düfte haben, die an den letzten Kirmesbesuch erinnern sollen. Finde ich irgendwie cool. Also ich denke mal, dass der Lack in der Flasche also nicht so riechen wird unbedingt, aber dann quasi auf dem Nagel. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich doch kaufen, weil das einfach mal was anderes ist und ihr wisst ja, wie das ist mit dem Kaufrausch und dem Sammeln und naja. Aber an sich von dem Finish, da bin ich noch nicht so begeistert bisher leider. Diese Nagellacke gibt es in vier Farben und vier Duftrichtungen. Das hier ist die 01 Your Mint Blowing und es soll nach Süßigkeiten riechen, einfach generell, weil da ist ein Lolli abgebildet drauf.
Dann die 02, Be My Marshmallow. Und das riecht so nach Eis, würde ich sagen, weil da ist ein Eis abgebildet. Dann die 03, Ring Around the Rosie. Und das riecht wohl nach kandierten Äpfeln. Übrigens finde ich den Namen total cool. Und die 04, Sweetheart Sweet Tooth. Und das riecht wohl nach Popcorn. Das sieht aus wie eine Popcornschachtel. Und die Nagellacke werden 1,79 Euro kosten. Dann wird es etwas geben, was glaube ich ziemlich neu ist. Zumindest kenne ich das so noch nicht. Und zwar Cotton Candy Nails soll das dann ergeben. Das ist ein Topping für die Nägel mit einem Mix aus Glitzer und Puder. Und das soll dann einen Zuckerwatteneffekt auf den Nägeln kreieren. Finde ich total cool. Man soll das drauf machen auf den frisch lackierten Lack. Also der muss noch feucht sein. Das streut man drüber, lässt es trocknen und dann ist es fertig. Finde ich echt mal eine coole Idee. Ich stehe ja immer auf so ausgefallene Nägel und sowas. Deswegen bin ich echt gespannt, wie das dann wird, wenn es, also ob es dann auch hält und so weiter. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal kaufen, um es mal auszuprobieren. Dieses Zuckerwattenpuder wird es in zwei Farben geben. Und zwar einmal in der 01 Candylicious und in der 02 Sugar for My Honey. Und sie werden 2,49 Euro kosten. Dann wird es noch Haargummis geben. Essens lässt sich im Moment viel einfallen. Ist jetzt aber nichts Besonderes. Ist nur zu einem Lolli gespannt. Ist ganz süß und passt zum Thema. Werde ich mir aber, denke ich, nicht kaufen. Und ich benutze auch selten farbige Haargummis. Ich benutze eher einfach schwarz und fertig. Aber es ist auf jeden Fall eine süße Idee zum Thema. Diese Lolli Hair Ties wird es in einer Variante geben. Und zwar in der 01 The Bright Ride of Life. Und sie werden 2,49 Euro kosten. Ja, das war es zu der Trend-Edition Funfair von Essence. Ich finde sie sehr ansprechend und sie gefällt mir echt gut. Es sind sehr süße Sachen dabei. Vor allem die Schimmerperlen werden bei mir landen und die Blushes und die Lidschatten und dieses Zuckerwattenpuder. Viel zu viel mal wieder, aber so ist es mit Limited Editions. Ja, sagt mir mal in den Kommentaren, wie euch die Limited Edition gefällt und was bei euch auf jeden Fall im Einkaufswagen landen wird. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Ja, und jetzt wird es bald noch eine Limited Edition geben. Die zeige ich euch dann im nächsten Video. Und zwar ist es quasi wie so eine It-Pieces-LE. Also da gibt es dann Sachen, die bald ins Standardsortiment einziehen. Und da sind auch wirklich sehr tolle Sachen dabei. Ja, falls euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall beim nächsten Video auch wieder vorbei. Und dann wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!